zwei handvolle Sorten, die Gala wie hier, Golden, Granny Smith, Brebern. In Deutschland kommt vielleicht die Elster noch dazu. Dabei gibt es mehrere tausend Sorten von Apfel. So wie die Familie von Berns hier kämpft in Altenland, in Norddeutschland, ein Mann für die Sorten- und Geschmacksvielfalt. Perfekt, makellos, knackig, fast wie geklont liegen die Äpfel in den Verkaufsregalen. Früher hatte jede Region ihre eigenen Lieblinge. Allein in Deutschland wurden über 3000 Apfelsorten kultiviert. Mittlerweile spielen im Supermarkt nur noch 10 bis 15 Sorten eine wirtschaftliche Rolle. Mit sexy Namen wie Pink Lady wird der simple Apfel zum Lifestyle-Produkt. In der modernen Apfelwelt gilt, frisch ist, was frisch aussieht. Chemie macht's möglich. Diesen Mann überzeugen die modernen, durchgestylten Äpfel nicht. Der selbsternannte Prophet der Vielfalt, Eckhard Brandt, will die alte Apfelkultur retten und auf Chemie komplett verzichten. Denn bei alten Sorten geht es auch ohne Spritze. Die ist ja eine Supermarktqualität. Also dafür, dass der null Pflanzenschutz gesehen hat und überhaupt nicht gespritzt ist, sieht er doch wirklich toll aus. Die EU-Handelsklassen, die die Größe, die Farbe, erlaubte Schalenfehler bis hin zum Zustand des Stiels genauestens regeln, gelten auch für Eckhard Brandt. Ja, an die Handelsklassen müssen wir uns auch halten. Wenn ein Apfel hier Schalenfehler hat, egal welcher Art, ob es ein Schorffleck oder die Fraßspur einer Apfelwanze ist, wenn er mehr als ein Quadratzentimeter Schalenfehler hat, ist es kein Tafelapfel, ist es keine Handelsklasse 2 mehr. Dann kann ich das nur als Verarbeitungsobst, als Wirtschaftsobst weiterverwenden. Wenn man optische Kriterien aufstellt, ist es einfach. Da guckt man, wie viele Flecken sind auf der Schale. Ach, das ist Klasse 1, das ist Klasse 2. Mhm. Nicht? Aber die inneren Qualitäten, Inhaltsstoffe und Aroma, die kann man ja nicht mal so eben feststellen. Das da ist doch auch eine Bisterfeldrinette, oder nicht? Zusammen mit seiner Frau Judith bewirtschaftet er sein Bubengartenprojekt an der nördlichen Niederelbe. Das sind Altländer. Über 300 vom Aussterben bedrohte Apfelsorten gibt es hier noch. Kein Museum, sondern eine Gendatenbank für die Zukunft. Das ist nicht das moderne Apfeldesign. Würden die Leute, glaube ich, gar nicht als Apfel anerkennen. Sie würden sagen, das ist eine Art von Paprika oder so. Ne? Äpfel sind runde Plastikkugeln. Warum sich die Äpfel im Supermarkt so sehr ähneln, hat seine Gründe. Fast alle sind Folgen eines züchterischen Sündenfalls, würde ich mal sagen. Fast alle modernen Sorten stammen vom Golden Delicious ab, weil er unendlich fruchtbar ist, er trägt unendliche Mengen. Und deswegen hat man ihn überall eingekreuzt ins moderne Sortiment. Jona Gold, da hört man es schon, Jonathan und Golden Delicious gekreuzt. Elster ist eine Kreuzung von Ingrid Marie und Golden Delicious und so weiter und so fort. Und leider haben sich diese Pesteigenschaften also richtig gut mitvererbt, sodass die ganzen Golden Delicious Kinder eigentlich ohne Spritzmittel überhaupt nicht klarkommen. Für den norddeutschen Pomologen Eckhard Brandt jedenfalls ist die Rettung des genetischen Apfelschatzes eine Lebensaufgabe. Wenn dann der letzte Baum einer alten Sorte umfällt, dann ist die Sorte unwiederbringlich verloren, weil man kann sie ja nicht wieder nachmachen. Man kann sie nicht rückkreuzen, man weiß ja überhaupt nicht, woraus sie entstanden ist. Der Apfelbaum ist ein Rosengewächs. Und wie Rosen lässt er sich nur durch Veredeln vermehren. Man schneidet das Reis, dieses Zweiglein von der Sorte, die man vermehren will, unten schräg an. Und den Stamm schneidet man auch so schräg an. Und dann kommt dieser Film hier drumherum, den zieht man ganz stramm und wickelt den ein paar Mal rum. Und wächst dann los, wenn es gut zusammengebappt ist. Den Kern vom Lieblingsapfel im Garten zu säen, funktioniert leider nicht. Aus Kernen kann man die Sorte nicht echt vermehren. Da kommen immer neue Kreuzungen heraus, weil die Kerne ja nur zustande gekommen sind, weil Pollen von einer zweiten Sorte dazugekommen sind. Sonst wären gar keine Früchte entstanden. Und dann hat man zwar die richtigen Früchte am richtigen Baum, aber in den Kernen hat man immer ein Kreuzungsprodukt. Einmal die Woche fährt der Apfelretter nach Hamburg, um seine Alten den Menschen wieder näher zu bringen. Äpfel aus dem Supermarkt findet Eckhard Brandt langweilig. Der muss noch irgendwo hin. Ein guter Apfel, so meint er, muss Kante zeigen. Mein Lieblingsapfel ist im Spätherbst natürlich dieser hier, der Finkenwerder Herbstprinz, so um 1880.
auf Finkenwerder bei Hamburg entstanden. Der war mal Nummer 1 der Apfelhitliste in den 60er Jahren und ist leider dann völlig aussortiert worden. In den 60er Jahren wurde die Sortenbereinigung ausgerufen. Da wurde gesagt, es gibt viel zu viele Apfelsorten. Und wir werden jetzt mal aufräumen und ein Europasortiment zusammenstellen. Und da hatte eine Sorte, die nur in einem Anbaugebiet populär war, wie der Finkenwerder hier bei uns, gar keine Chance. Da konnte er so gut sein, wie er wollte. Viele seiner Kunden kommen, weil sie im Supermarkt keinen Apfel mehr finden, den sie noch vertragen können. Denn über 3 Millionen Deutsche haben inzwischen eine Apfelallergie. Meistens findet Brandt eine alte, polyphenolreiche Sorte, die bei ihnen keine Reaktion auslöst.